Aufnahme ist gestartet. Nee, ich will ja die Burg als mein Zuhause haben. Ja, aber ich will das doch nicht verkaufen. Ja, stimmt, den Gartenwettbewerb haben wir ja auch noch. Oh Junge, da haben wir aber einiges zu tun. Alter, guck dir mal das oben an. Junge, 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 Junge. Richtig schön gruselig gestaltet. Irgendwie habe ich gerade keine Lust da reinzugehen. Ja, so ungefähr, ne? Wir machen erstmal hier den Rasen hier platt. Und hast hier auch keine Lichter, nix, ne? Vielleicht verkaufen wir die Burg auch, wir gucken mal. Ich weiß es noch nicht, vielleicht leben wir nachher alle auf dem Mond. Natürlich leben wir hinterm Mond. Weißt du, wie schlimm ist es, vor dem Mond zu leben? Was du da für Leute da ertragen musst? Das hast du jetzt gesagt. Ah, Mundgeheul. Ja, das ist... ja, ja, natürlich. Ist doch Transylvanien. Hast du schon irgendwas gefunden, Togo? Wem einstellen? Ich kenne mich da halt nicht aus mit. Ist noch am Suchen, okay. Aber wie gesagt, zurück gibt es auch noch eine andere Lösung. Wenn das nicht klappen sollte. Der macht sich eine Fußfessel ab. Fuß, ne? Ja, wir verlängern die Kette. Ja, aber du hast davon sowas mehr Ahnung als ich. Ich bin da aber sowas, da bin ich, ja, wie sagt man? Unerfahren. Ja, unerfahren. Hm?
Die Musik nervt mich gerade ein bisschen. Ah, guck mal, es funktioniert! Gut, der Robot hat gepostet. Ich glaub's ja nicht, ich brech ins Essen. Soll ich das jetzt verkaufen wollen würde, das Haus? Keine Information. Boah, ich habe hier nur die Standard... Ach nee, warte mal, da sind ja noch mehr Leute. Ja, das sind nur die Standardleute, das sind keine... Das sind nicht die mehr... Das sind nicht mehr Leute. Hm. Was willst du hier großartig denn reinmachen? Bücherregale könntest du zum Beispiel reinmachen. Ja, wir machen erst einen Raum nach dem anderen. Haus verkaufen? Nein, machen wir noch nicht. Können wir jetzt auch... Die kannst du auch... Nee, kannst du nicht hinstellen. Okay. Immerhin funktioniert der Bot schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. So, der Dreck ist schon mal weg. So, mal gucken, was wir da reinmachen. Irgendwas reinstellen, was die Leute triggert, dass sie da drauf reagieren. Das Bild ist auch sehr schön gemacht. Auch ein bisschen gruselig. Ach, das ist Dreck, deswegen nimmt er hier den Sprüher. Aber guck mal, wie groß das Ding ist, ne? Achso, das ist komplett dreckig? Kann das sein, dass es komplett dreckig ist? Ich bin mir nicht so sicher. Also hier wohnen wollen wir nicht, glaube ich nicht. So, gucken wir doch mal nach dem Bett. Okay, das ist zu groß. Das ist zu groß. Sieht's hiermit aus? Auch zu groß. Das passt nicht da rein. Jagst im Haus, erspart den Zimmermann. Können wir noch ein paar Bilder reinmachen? Ich guck gerade Wände. Das ist nur das. Okay. nicht da. Suchen wir mal nach Bilder. Deko, ne, wir sind jetzt bei Lampen, ne? Wo haben wir denn das andere drin? Ich suche eigentlich, ich will eigentlich komplett auf eine Seite, wo ich halt nach Dekoration gucken kann, genau. Da, guck mal, sowas hier. Ja, das ist Medusa. Blatt der Fehler. Ah, okay.
Es ist ja gerade in Transsilvanien, wo wir gerade sind. Das ist jetzt ein schönes Licht, was wir nach draußen stellen können. Brauche ich erst einen Lichtschalter für, ne? Egal, ist erstmal Deko. Wir gucken erstmal, was wir noch umbauen können. Den Rest der hier noch sauber machen. Weil wenn das Haus dreckig ist, bekommen wir eh weniger Geld, also von daher. Wo sind jetzt auf dem Boden oder? Ne, auf dem Tisch. Na, ist jetzt die Stelle hier? Ich weiß es noch nicht. Also, ich denke eher, dass wir die verkaufen. Denke ich mal. Aber. Wenn du Vorschläge hast, was wir mit reinmachen können oder was du reinmachen würdest, einfach reinschreiben. Dann machen wir das mit, habe ich ja gestern gesagt. Ne? Also wenn wir renovieren, da kann jeder gerne mitentscheiden, was wir reinmachen. Wenn jemand Vorschläge hat, einfach in den Chat schreiben. Ich kenne das Ding auch nicht. Also wie gesagt, es ist jetzt halt unsere Burg und wir können das so renovieren, wie wir Lust haben. Wir können es auch nachher verkaufen. Also so, daran soll es nicht scheitern, ne? Ah, okay. Ja, ich sage, wenn der Mobot da die Petra öfters timeoutet, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Das ist ja. Sie hat ja im Endeffekt nichts Schlimmes gemacht. Deswegen da ist alles gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Auch wenn sie ein böses Mädchen ist, wie sie gerade gesagt hat. Oder ein Bad Girl. Wer heißt das? Badass Girl? Ich weiß es nicht. Bad Girl? Was habe ich gesagt? Mobot? Es kann sein, dass ich gerade Mobot gesagt habe. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Bezug. Ob ich gerade Mobot gesagt habe. Ja, ja, ich meine Streamless Elements. Ja, ja, ja. Ist schon richtig, dass ich. Ja, ich meine, das ist mit dem Elements. Ja, ja, ist richtig. Ja, Streamless Elements, sagt die Frau gerade, ist auf Stress aus. Er mag es ganz gerne hart oder zärtlich. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Es ist immer so ein Random bei ihm oder bei ihr. Ich weiß es nicht. Mobot, der muss es immer knallhart haben. Der hat ihm alles rausgehauen. Der hat die Leute auch gerne verwarnt. Wo ist denn jetzt hier noch dreckig? Was ist das draußen? Ist das außerhalb? Ich sehe jetzt hier nicht, was hier dreckig ist. Denkt das Spiel. Oh, das ist nervig. Los, mach mal. Jetzt geht's wieder. Er speichert. Ich mach gerade gar nichts und er macht gerade weiter. Ja, dann immerhin, dann wissen sie schon mal warum. Und dann kann man ja auch immer noch sagen, warum. Dann kann man dagegen immer noch angehen, also das geht ja dann ja. Ja. Hat der das nicht gerade schon gepostet? Nach dem Fußboden, nein, da will ich nichts haben. Unbelege, nein. Was machen wir denn noch rein? Also die Wände würde ich ganz gerne so lassen.
Das Problem ist halt nur das Menü jetzt gerade, ne? Was bauen wir noch mit da rein? Anlässe. Halloween. Können wir auch ein paar Laternen reinstellen. Und das ist das Problem, was bauen wir hier rein? Hier könnte man ein Bücherregal reinbauen. Zum Lesen zum Beispiel. Halloween, Weihnachten. Ich muss mal gucken, wo ich die Sachen finde. Survival. Könnte man auch einbauen. Sehr gut. Ich meine, er hätte gerade schon geschrieben, glaube ich. Bunkerlampe kannst du auch reinmachen. Geht allerdings, hat kein Licht, geht allerdings nicht, wir haben keinen Lichtschalter. Etagenbett könnte man noch reinmachen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist mit den Lichtschaltern. Lichtschalter, da haben wir doch was. Können wir eigentlich verkaufen. Ja, es ist halt, weil wir jetzt in der Burg sind, ne? Also das ist halt Transsilvanien und das ist halt so ein Ding, was halt so diesen Gruselfaktor wieder spielen soll. Und deswegen ist das jetzt auch gerade so mit dem Sound. Deswegen sagte ich ja, ich glaube, wir verkaufen die. Weil wenn ich das permanent um die Ohren hätte, ich glaube, ich würde Kopfschmerzen kriegen. Die Musik gefällt mir jetzt auch nicht so unbedingt. Deswegen gucken wir mal, was wir so ein bisschen reinbauen. Ich weiß noch nicht, wie wir das Haus am besten ausbauen. Schauen wir mal. Klatschen einfach erstmal irgendwas rein, dass wir es dann verkaufen und so viel wie möglich an Gewinn machen. Aber ich würde halt mich ganz gerne erstmal komplett umschauen. Schlafzimmer, das ist doch kein Schlafzimmer, Junge. So, Haus verkaufen. Kann ich nicht hier noch irgendwas hier machen? Hier könnte man zum Beispiel auch noch Lichtschalter reinmachen, also Licht reinmachen. Wollen wir spielen nur Hausflipper, weißt du? Du kommst gerade so vor, als wenn du so ein Gruselspiel spielen würdest. Schalter hier dran mache, geht das dann? Okay, da geht nicht. Wie sagte ich ja, die Musik, die geht mir schon auf die Nerven. Okay, die gehen nicht. Kann sein, dass ich hier draußen nichts dran machen kann. Weil hier haben wir alles drin, da haben wir ein Bücherregal. Hier hast du nochmal den Übergang. Also ich würde hier nicht wohnen wollen, bin ich ganz ehrlich. Was bauen wir denn nochmal mit rein? Dekoration, was haben wir denn da noch drunter? Bilder. Könnt ihr zum Beispiel noch einen Kamin hinstellen? Kann ich aber nicht anmachen. Deko könnten wir so ein bisschen hinstellen. Ah, die V-Statue. Kann ich aber auch nicht auf die... Kann ich den auf den Kamin stellen? Doch, kann ich. Na, kann ich nicht? Was denn jetzt? Spiel, entscheide ich doch gerade mal. So. Das sieht gerade als Garten was... jetzt hat mein Finger gerade geknackt. Was wir hier haben. Glasrolle, Kiesgut, Steinwege? Nee. Ich würde eigentlich ganz gerne den Lichter für draußen haben. Ich will so eine LED-Lampe hier drüber. Die leuchtet aber, ne? Ja, die LED-Lampe leuchtet. Können wir aber auch nicht überall dran machen, sehe ich gerade. Das geht nämlich nicht. Deswegen ging hier das wahrscheinlich auch gerade nicht mit dem Licht, glaube ich. Ja, wie du siehst, der Mond ist ja auch permanent rot, ne? Ja, Pflanzen könnte man zum Beispiel noch reinmachen.
Muss gleich nochmal gucken, wo ich die finde. Die Deko würde ich so lassen. Kaputten Pflanzen mache ich mal raus. The Secrets. Ah ja, die würde ich jetzt auch einfach mal da liegen lassen. Machen wir mal das Licht an. Ja, Chaos haben wir überall. Also, ne, man muss natürlich erstmal aufräumen. Nutzen, nein, ich möchte jetzt das nicht benutzen. Ja, ich weiß, dass wir den Müll wegräumen müssen. Erzählt mir mal was Neues. Da haben wir, glaube ich, unten den Esstisch. Ja, guck mal, da siehst du, müssen wir auch noch ein bisschen aufräumen. Die Bank, die könnten wir... Den können wir wegstellen. Das ist auch irgendwie generell gerade etwas zu dunkel hier. So. Und dieses Lichtgeflackern, ne? Also, da könnte man auch Kopfschmerzen kriegen. So ist es nicht. Das können wir so lassen. Ich muss nur mal gucken, wo ich Bücher finde. Oder Blumen. Alle Ergebnisse anzeigen. Ja, Bilder. Guck mal hier, haben wir doch Bilder. Wir ein paar Bilder reinhauen hier. In Deko. Da passt das nicht. Ich denke, das ist je nachdem, was man dann macht, unterschiedlich. Ich wollte aber normale Blumen haben. Das Menü ist so unübersichtlich einfach. Kann ich nicht hinhängen. Aber zum Beispiel das Bild von dem Flat. Ein riesengroß. Hier haben wir hier noch Dreck. Da haben wir gar keinen Lichtschalter. Gucken wir, ob ich hier einen Lichtschalter reinmachen kann. Okay, der funktioniert nicht. Ja. Jetzt geht er. Gehen wir den dann oben mit an? Ah, guck mal hier, geht dann beides mit an. Aber doch sehr wenig an Licht, was hier angeht, ne? Das muss man auch dazu sagen. Haben wir hier. Ach, die Dinger. Kennst du die noch, Togo? Wo man sich damals diese Vampir-Szene dann reingemacht hat und so getan hat, als wäre man Vampir. Die komischen Plastik-Dinger damals. Aber ich muss gleich mal gucken, wo die Blumen sind. Also ich würde hier schon ganz gerne ein paar Blumen hinstellen. Boah, da waren wir noch Kinder, ey. Scheiße, ist das lange her. Ich komme mir gerade alt vor. Küche. Geht's unten irgendwo rum, da geht's auch noch irgendwo hin. Und da sind wir dann einmal rumgegangen. Hier könnte man zum Beispiel noch ein paar Bilder reinmachen. Den Garten können wir bestimmt noch ein bisschen erweitern. Auch wenig Licht hier drin, also ganz ehrlich, ja, wir verkaufen das Haus nachher. Mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Aber erstmal müssen wir es komplett sauber machen. Sauber machen und komplett so weit renovieren, dass wir es auch verkaufen können. Bilder rein und sowas. Boden will ich schon so lassen. So, rum. So, dann haben wir das schon mal. Einen Besen brauche ich noch. So, das ist schon mal fertig. Und ich finde das immer sehr interessant, dass die das nebenbei kommentieren. Ja, aber du bist ja noch dabei, das fertig zu machen. Also ist noch gar nichts fertig. Und die gehen dir trotzdem die ganze Zeit auf den Sack. So, irgendwo noch Dreck. Irgendwo hier in die Richtung. Das ist weg. Das ist auch weg. Ich kann ja mal noch ein paar Lichter hier einbauen. Ah, kann ich ja gar nicht. Ha! Das geht gar nicht. Also Lichter, die mir jetzt nichts bringen. Weil ich bin von der Höhe gar nicht... komme ich gar nicht dran, müsste ich ein Gerüst bauen. Und ich glaube, das reicht auch nicht von der Helligkeit.
Ja. Die haben wir, glaube ich, alle schon, ne? Wo ist denn hier der Lichtschalter? Also es hat schon so ein bisschen was Unheimliches, ne? Und mit der Musik halt nebenbei. So, das ist weg, das können wir so lassen. Wieder ein Sauber, ne, der ist so, okay. Die im Besteck lassen wir da. Das ist alles Dreck. Oder lassen wir nicht da. Ist halt dreckig. So, Wischer hier holen. Mal das sauber machen. Ja, ich weiß, ist alles dreckig. Das würde ich da stehen lassen. Wo ist es denn hier noch? Ach da, direkt vor meinen Füßen. Ist es noch dreckig? Wo haben wir das hier? Problem ist aber, ich gucke mal oben auf der Karte, wo das ist mit dem Dreck, aber dann meistens ist es gar nicht da oben, also oben rechts auf der Minimap. Da gucke ich die meiste Zeit. Dann übersieht man manchmal auch den Dreck. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wo der hier ist. Ist am Schrank? Ist das was anderes? Ist es das Besteck? Ah, es war das Besteck. Okay. Haben wir denn Zubehör? Da gucken wir mal alles. Oh, wir können hier komplett die komplette Küche austauschen. Was haben wir denn hier für Sachen? Aber die, ich würde die eigentlich drinnen lassen, die Küche. Dann kann man hier kein anderes Menü, dass jemand hier mal alles gucken kann. Grundlage, nein. Haustiere haben wir nicht. Aquarium könnten wir in die Küche reinmachen. Nein, machen wir nicht. Haben wir denn sonst noch so Anlässe? Nein, brauchen wir auch nicht. Es gab früher mal ein besseres Menü, aber irgendwie komme ich da nicht drauf zurück hier. Die Küche. Küche. Regale, Haken, Zubehör. Sowas hier, aber in Schwarz. Können wir zum Beispiel noch mit reinmachen. Was haben wir sonst noch so? Küche unter Küche. Was haben wir denn hier mit Haken? Das können wir zum Beispiel auch reinmachen, aber dann, wenn dann alles dunkel. Oh, ist eigentlich fast dasselbe, wie wir da auch haben, ne? Das brauchen wir eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Kümmern wir uns noch um den Garten, da können wir ein bisschen was reinmachen. Da könnten wir, kann auch hier den Rasenmäher benutzen. Warum ich das? Nein, falsch, jetzt hast du den Rasenmäher reinmachen. Nimmt hier alles kurz und klein sägen. Der ganze Dreck hier weg ist. Müssen wir gucken, ob wir dann so ein paar Statuen hinstellen können. Um das ein bisschen dekomäßig zu erhöhen. Ich glaube, wir werden nicht so viel für das Haus bekommen. Müssen wir mal gucken. Da ist der Schlauch hier. Das kann ich nicht rausnehmen. Okay, das bleibt da drin. Ich weiß, dass es dreckig ist in diesem Haus. Erzähl mir doch etwas, was ich noch nicht weiß. So, Bodenbedeckung. Gehplatte, Grasrolle. Toll, hier kann ich nichts suchen. Grundlagen, Garten, da. Grasrolle brauchen wir nicht. Dies können wir zum Beispiel streuen, so einen schwarzen. Das könnte man zum Beispiel machen. Komme ich da drüber? Nee, ne? Nein, okay. Machen wir so ein Kies da rein, so ein Kiesbeet machen wir dann hier raus. Geht das jetzt nicht wegen der Tür? Okay, ich glaube, das ist hier gegangen wegen der Tür.
kann ja auch noch so einen Gartenwettbewerb machen und sowas, aber ich glaube, das lohnt sich hier bei der Burg nicht. So, was haben wir hier? Hier können wir auch nochmal Kies reinmachen. Da könnten wir ja zweifarbigen Kies. Was haben wir hier? Ne, wir machen auch wieder diesen schwarzen. War mal viereckig. Und wie still es dann plötzlich auf einmal ist, ne? Keiner will sich dazu äußern, was wir in der Burg machen. Rollenspiele, ja, Rollenspiele kannst du machen. Weil ich glaube, den Leuten geht gerade eher die Musik auf den Sack. Wobei ich... Ist der wäre niederbrennt. Ja, also niederbrennt würde ich es nicht unbedingt. Wir sind ja noch nicht eingezogen, Togo. Also so ist es nicht. Wir sind da noch nicht eingezogen. Wir renovieren es gerade nur. Also eingezogen sind wir hier noch nicht. Nein. Exorzismus, möglich. Das ist auch soweit fertig. Aber ich kann hier ehrlich gesagt nicht viel machen, ne? Hier mit einem Schlauch reinhalten, aber das war's dann aber auch. Und wie komme ich jetzt da hinten rüber? Ein Badezimmer haben wir auch hier drin, also. So, aber ist noch irgendwo dreckig? Die gehen schon wieder hoch. Wir gucken mal. Da habe ich keine Infos hier zu den Sachen hier. Können wir mal alles hier durchgehen an Räumen, ansonsten würde ich sagen, wir verkaufen es. Weil, ich kann jetzt hier auch nicht viel machen gerade, ne? Weil viel machen können wir hier wenig. Warte, ist auch noch irgendwo Dreck? Und hier ist irgendwo, soll irgendwo was sein, ich weiß aber nicht wo. Ne? Die haben nicht mal an der Klatsche, glaube ich. Das stimmt mit denen nicht. Ach, da siehst du, da waren wir nämlich schon. Und er sagt immer, es ist dreckig in diesem Haus. Leute, ich habe noch nicht mal alles sauber gemacht. Und die planen schon wieder, es ist dreckig in diesem Haus. So. Jetzt komme ich wieder in den Garten. Aber wir haben gar kein Kinderzimmer, ne? Ja, die kriegen Platz im Keller. Wenn wir einen Keller haben, dann im Keller. Wir haben nämlich gar kein Kinderzimmer. Und wir können auch, soweit ich weiß, nicht anbauen. Ja, vielleicht ist die Familie schon so gestört. Sind die Kinder es wahrscheinlich auch schon. Wohl, da haben wir ja ein Bett drin. Aber ich sehe jetzt nicht, was hier noch irgendwas dreckig ist. Hier gehe ich gerade einmal alles durch. Nö. Wisst ihr was? Wir verkaufen das jetzt. Er ist gekauft für deine Grundstückfläche. Ja, das Anzahl der Zimmer 20. Die Aktion gehen. Wir gucken mal.
Weil ist dieses Haus ja gar nicht dreckig, ne? 578. Also wir haben Gewinn von 126.000 gemacht. Also verkaufen oder nicht verkaufen? Wir können ja noch mal, wir können ja noch ein bisschen verhandeln und sagen, komm, wir haut noch mal 3.000 drauf, 2.000. Okay, Burg ist weg. Na, ich will's so annehmen. Achso, Space. Also, Burg ist verkauft. Die Kinder freuen sich. Schon wieder Stream-Elements? Also, bitte was? Das ist jetzt schon das dritte Mal. Also es war nicht ganz so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Achso, alle 20 Minuten macht er das und die anderen beiden Sachen? Du willst nochmal... Du, kannst du den Chat ein bisschen weiter nach links packen? Weil du hast ja Zugriff da drauf. Weil dieses Um ist zu nah an dem rechten Bildschirm. Das müsste weiter nach links. Noch ein kleines Stück. Also wir haben jetzt 772.000, also ist okay. Kann man mal machen, ne? Die Burg jetzt weg? Ja, die Burg ist komplett raus. So, welches Haus nehmen wir als nächstes? Sucht euch eins aus. Ich fange ganz oben an und die sagt mir dann welches. Oder ob ich weiter runter scrollen soll. Ihr dürft euch das aussuchen. Warum soll ich immer alles alleine machen? Dafür seid ihr doch da. Jetzt ist besser. Danke, Togo. Oder sollen wir uns eine eigene Bude machen? Ja, die Frau will auch gleich gucken. Wir können uns ja auch ein Haus in Luxury kaufen. Welches Haus wir nehmen? Ob wir jetzt nochmal ein Haus renovieren und es verkaufen oder ob wir ein Haus holen und das für uns behalten? Das hier? Okay, die Frau sagt gerade, das hier verschönern für 180, ist aber kein DLC. Das ja, Togo kümmert sich drum. Togo regelt. Also die Frau sagt das für 118.000. Was sagt ihr? Also die will das hier haben. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Bonnie M? Bitte was? Okay, Petra sagt auch ja. Dann nehmen wir das. Ach ja, wir wollen es schöner machen. Wir machen es jetzt... Ach, ist das ekelhaft! Oh. Ja, wir machen jetzt aus Pink, machen wir Schwarz. Was war das? Schwarz, Rot, Weiß. Ich komme mir gerade vor wie im Barbies Traumhaus. Das ist Barbies Traumhaus, ohne Scheiß. Alter, ja, ja, ist doch gut. Hört doch mal geschmeidig. Wir räumen hier einmal. Was? Das ist ein Kinderzimmer.
Ich will es genauso lassen. Nein, wir dekorieren komplett um. Wir dekorieren jetzt hier komplett um. Mhm, wo ist denn fetter Fleck? Natürlich, was denkst du denn? Das sind Kinder, die brauchen auch einen fetten Flat. Fenster reinigen? Wieso schon wieder reinigen hier? Oh, ich habe sogar das Fenster. Oh, ich kann die Fenster verkaufen. Das ist mir jetzt neu. Das Regal können wir so lassen, die Kerzen machen wir weg. Den lassen wir, was ist das denn hier? Die Bude schaut gleich aus wie die Burg vorhin. Ja, fast. Wir bauen ja ein bisschen um. Wir machen hier einmal... Ach komm, den Kühlschrank lassen wir aber. Kühlschrank lassen wir. Das lassen wir auch. Boah, das Badezimmer muss auch komplett umdekoriert werden. Aber vom Garten, da will ich gar nicht erst anfangen. Okay, wir gehen jetzt mal oben gucken, würde ich sagen. Hier braucht keiner ein Auto. Vor und nachher. Ja, das wird vor und nachher, Bude. So, Farbauswahl. Was möchtet ihr haben? Was machen wir aus diesem Zimmer? Ihr entscheidet. Ich mache nur. Wir brauchen erstmal eine Grundlage. Was haben wir denn als Grundlage? Heizung. Haben wir eine Heizung hier drin? Okay, wir haben eine Heizung hier drin. Okay. Was haben wir unter Cyberpunk? Steckdose. Fußboden. Wir machen mal einen schönen Teppich ran. Was haben wir denn da? Cyberpunk, Garten haben wir keinen, ist klar. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn Survival? Survival hat keinen Fußboden. Laminat, ja genau, wir machen richtig schön Laminatboden rein, aber alle hätte ich ganz gerne. Möchtet ihr dunkle oder helle Farbe haben? Also ich hätte hier so was Schwarzes hier, würde ich zum Beispiel reinmachen. Ja, es entscheiden ja Pink. Habe ich Pink? Warte, ich kann mal gucken. Nein, wer wird wo gebannt? Ich habe keinen Pink. So, die Wandfarbe. Mobbt die Meuten Leute nicht so, meine Güte. Farbe. Fußfessel. Pink, ihr wollt Pink, ihr kriegt Pink. Warte, sobald ich Pink finde, kriegt der Pink. Ich will aber Farbe haben, nicht hier, wie heißt denn das sonst hier unter Farbe? Anschlüsse? Nein. Ich wüsste jetzt kein anderes Wort für Farbe. Oh, wir können sogar andere Fenster reinmachen. Wir können ja eine pinke Jalousie reinmachen. Was hält ihr davon? Habe ich nicht. Ja, ich such gerade jetzt nach Wänden. Ja, das ist richtig. Guck mal hier, kriegt ihr auch euren pinken Vorhang? Ja, ist nicht ganz pink, aber okay. Oder wir lassen den Raum so und dekorieren den ein bisschen, weil ich muss gleich mal gucken, wo ich die Farbe finde. Dann machen wir mal ein Bett rein, Möbel. Alle, nee, Grundlagen. Was haben wir unter Grundlagen? Gucke ich sofort. Warte, Sekunde. Lass mich eben nach dem Bett gucken. Und dann gucken wir nach dem, was die... ach, guck mal, da steht doch Schlafzimmer. Was die dazu sagen. Warte, ich will Betten haben. Kriegen wir das? Wir haben aber keine Rosa hier. Wir müssen das so nehmen, wie das hier ist. Ein Traum vom Nichts. Der Kerl möchte das kaufen. Ich weiß aber nicht genau, was das für einer ist. Das ist, glaube ich, der, der immer die Weiber aufreißen wollte, ne? Immer gerade nicht sicher. Das Spiel hat schon mehr seine 5 Minuten. Ne, ich glaube, der war das gar nicht. Wir können mal kurz gucken. Verkäufer. Käufer. So, wo haben wir denn hier? Der Trucks. Außer im Flur und im Büro sollten die Möbel so billig wie möglich sein. Okay.
Ich möchte nur ein Badezimmer. Aber braucht der Mensch mehr? Ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Ich brauche ein Schlafzimmer, nicht zwei. Hier gibt es keinen Platz für Bücher und Dokumente. Weißt du was? Dem verkaufen wir das Haus. Er kriegt alles in Pink. Alles. Und wir nehmen nur das Billigste. Wir machen das so. Wir suchen da die billigsten Sachen raus. Und der kriegt das. Geht es nicht im Pink. Also wir nehmen das, was wir im Pink kriegen. Ist auch nicht im Pink verfügbar. Das gibt's doch gar nicht. Das ist hell-lila. Hell-rosa? Nein. Oder rosa von mir aus auch. Einmal Einzelbett. Rot? Nein, das passt alles nicht. Doppelbett Lavendel. Könnte man auch nehmen. Bett oder. Rosa Punkte. So. Hier rosa Punkte. Dann Regale brauchen wir. Büro. Dekoration? Nein, das ist nicht das, was ich suche. Möbel. Was ist das? Das ist ein dunkler Tisch. Couchtisch. Ja, Couchtisch will ich eigentlich nicht. Ich will ein Regal. Ach mal, Büro. Da haben wir doch was zu suchen. Ich hier so ein Spind. So, kriegt er hier, was kriegt er für ein, kriegt er so eine eklige Farbe. Ja, danke, Dugo, bis später. Ich glaube, der ist falsch rum, ne? Dann bauen wir noch einen billigen Bürostuhl. Er möchte ja nichts Teures, ne? Er möchte halt nur was Billiges. Da ist alles keine Rosa bei. Warum ist der keine Rosa bei? Ich möchte mich beschweren. Nehmen wir Violett. Der Togo ist jetzt erstmal weg. So, der Käufer, was hätte er denn noch hier ganz gerne? Oh, ist er jetzt nicht auf den ersten? Was? Was? Der ist doch auf den ersten. Ne, der ist auf den ersten. Ich möchte ein Badezimmer. Außer dem Flur und dem Büro sollten die Möbel so billig wie möglich sein. Achso, außer dem Flur und dem Büro. Ah, okay. Also er mag ein eigenes Arbeitszimmer. Gucken wir gleich mal. Wir können aber noch eine Tür gucken. Shop, nein, wir gehen einmal zurück. Im Büro möchte er dann teure Sachen haben. Regale baue ich immer noch. Lagerung. Büroregal. Ist leider nicht in Pink verfügbar. Machen wir den komplett grau. Ja, so einen blauen Touch machen wir mit rein. So. Kriege ich nicht all meine Dokumente unter. Ja, wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir bauen dir noch an. Ich habe genug Platz, um meine Dokumente zu ordnen. Das ist schon mal sehr gut. Tür brauchen wir noch. Innentür. So, das machen wir mal auf. Das machen wir zu. Was können wir hier reinbauen? Da weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Er hat zwei Badezimmer, das heißt, eins reißen wir auf jeden Fall raus. Hier machen wir gleich die Küche rein. Was wir hier reinmachen, weiß ich noch nicht. Er hat doch nur ein Badezimmer, wieso kommt er auf zwei? Ach, eine Badewanne montieren? Oder er hat wahrscheinlich keins. Ja, machen wir eine Badewanne rein. Machen wir mal eine Badewanne rein. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ah, guck mal, hier haben wir noch eine Badewanne. Kriegen wir die nicht da rein? Die kriegen wir nicht da rein. Kriegen die Badewanne nicht da rein. Ja, Fenster machen wir auch gleich sauber. Eins nach dem anderen. Duftkerzen hat er dann hier. Dann pack die doch da hin, ist doch egal. Den packen wir da auch nicht hin, dann packen wir den da hin. Dann packen wir den da, dahin.
Kriege ich die jetzt da rein? Jetzt kriegen wir sie da rein. So. So, jetzt haben wir die Badewanne auch drin. Und die Fenster sauber machen. Die Schwäne sind, glaube ich, so, ne? Die sind komplett so. So, jetzt hat er eine Badewanne. So, wir müssen nochmal zurück. Wir brauchen noch eine Tür. So, das machen wir zu. Dann machen wir auch eine Tür rein. Die Küche brauchen wir jetzt natürlich noch, ne? Also Küche machen wir komplett rosa. Wir hätten die gar nicht verkaufen dürfen. Haben wir noch? Den brauchen wir. Einen Ofen haben wir. So, was braucht der noch? Ach, der ist nicht mal. Der ist nicht mal auf den ersten, sehe ich gerade. Der ist auf den zweiten gerutscht. Das ist nicht gut. Wie viele Etagen hat das Ding überhaupt hier? Schlafzimmer hat er ja. Dann können wir hier nochmal Regale reinmachen. Hier ein Büro. Wir gehen nochmal zurück. Ja. Ja, ich brauche aber eigentlich so einen großen Schreibtisch eher. Na, ich krieg das gerade noch nicht so ganz da rein. So, müssen wir nochmal eine Tür reinmachen. 57 Jahre alter Steuerbeamter. Hauptsache ist es so wenig wie möglich zu bezahlen. Ja. Oh, Junge. Ich hoffe, der wird richtig blechen dafür. Ja, die Tür wieder rein. Vor allem die Treppe, ne? Die ist auch leicht schief hier. Mal Fenster reinigen. So, das haben wir. Da komme ich jetzt nicht doch. Da komme ich dran. Wie durch ein Wunder komme ich sogar an das Fenster dran. So, was mag der denn sonst noch so? Wir müssen mal gucken. Käufer. Der Herr Steuerberater. Ein Schlafzimmer, nicht zwei. Er hat doch ein Schlafzimmer. Also, wir haben nur ein Schlafzimmer reingemacht. Aber vielleicht zählt das auch nicht als Schlafzimmer. Wir können ja oben versuchen, das Büro reinzumachen. Und das Bett machen wir raus. Können wir machen. Das probieren wir auch mal eben. Wenn wir das Schlafzimmer... Gesundheit... die machen wir mal raus. Das kommt auch raus. Ich will noch ein Bücherregal reinmachen. Aber die sind alle so groß, die Bücherregale, ne? Elektrische Ausstattung. Ja, PC, Stuhl und hast du nicht gesehen. Möbel. Bücherregal. Nehmen wir das doch mal hier. Ich hasse das, wenn das immer so hängt. So. Mal mehr Regale einbauen hier. So.
Okay, die sind sauber. Haben wir überhaupt eine Lampe hier drin? Nö, wir haben gar kein Licht hier drin. Wir haben gar kein Licht. Hat er genug Platz für seine Bürosachen? Ich glaube, hier haben wir auch kein Licht drin. Hier brauchen wir aber keins. Da machen wir nichts rein. Da haben wir das Badezimmer. Da haben wir die Garage. Der hat gar kein Schlafzimmer. Wo ist denn jetzt hier das mit dem Büro? Schreibtisch suchen erstmal. Das ist der Eckschreibtisch. Den können wir dann direkt hier hinstellen. Da gibt es Punkte nach oben. Ne, er reagiert noch nicht drauf. Dann machen wir hier noch ein paar Regale rein. Mit dem habe ich so ein paar Tage rüber. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Bett reinbauen. Genau, unterschreib. Ne, haben wir nicht drin. Der Bürostuhl. Ja, nehmen wir einfach mal den hier. Ja, jetzt kann ich mich fühlen wie ein Chef. Ah, nicht schlecht. Aber wir brauchen immer noch ein Bett. Wir brauchen immer noch ein Bett. Das weg. Wir machen mal beide weg. Wir bauen da die anderen Sachen hin, die wir gerade gekauft haben. Die hier. Dass das mit dem Tablet immer so leckt, dass ich weiß, dass es früher nicht so war. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt mittlerweile so ist. So, hier ist ein Bett. Schlafzimmer muss ein Fernseher sein. Nein, deinem Schlafzimmer muss kein Fernseher sein. Für dich ist das Zimmer ja auch nicht. Für ihn ist das Bett ja auch nicht. Was fehlt denn jetzt noch an der Küche? Ein Tisch? Obwohl, er kann da essen, das ist ja egal. Wir können ja mal gucken, ob wir den noch ein bisschen triggern können, wenn wir noch ein paar Regale bauen. So 2, 3. Nö, sagt da nichts zu. Okay, Garage. Wir können mal gucken, was er noch haben will. Eigentlich hat er ja alles. Der Dokumentenplatz, er hat eigentlich alles. Alles, was er braucht. Falsche Taste. Den Garten machen wir auch immer sauber, komplett Platz. Ist das nämlich auch erledigt. Guck mal gleich mal, was wir dafür bekommen für das Haus. Einen Garten braucht er ja im Endeffekt nicht. Ich glaube, das interessiert ihn auch gar nicht, ob der Garten gemacht ist oder nicht. Ist dem gerade völlig wurscht. Die Blumen kriegen wir nicht platt. Okay, das funktioniert komischerweise nicht.
Oder ist es gerade verbuggt? Das kann natürlich auch sein. Das mit dem Rasenmähen, ja, ja, das ist das definitiv. Sieht ein bisschen schöner aus. Kann man da besser verkaufen, also kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Stimmt, wir haben ja noch den Flammenwerfer. Da können wir gleich mal gucken, ob wir die dann wegbrennen können. Wir hatten noch zwei rosane Stühle draußen. Also, der freut sich bestimmt, der Steuerberater. Am besten alles verbrennen. Also rosa auf keinen Fall. Also ich weiß nicht, wie die Leute auf solche Farben stehen können. Aber Geschmäcker sind, ne, bekanntlich unterschiedlich. Aber trotzdem, das wäre für mich überhaupt nichts. Oh ja, der wäre cool, wo du drauf sitzen kannst. Das wäre geil, aber er hat auch ziemlich spät den Rasenmäher erst reingebracht ins Spiel. Damals, wo das Garten jetzt hier rausgekommen ist, hattest du diesen Handtrimmer, den du da, wo du immer rumlaufen mit musst, wo du die Ecken und sowas wegkriegst. Was meinst du, wie nervig das war, damit jedes Mal die Karten zu machen? Ich war so froh, wo das Update endlich kam, wo man diesen Rasenmäher hatte. Ja, genau, dieses Mistding. Du weißt bestimmt, was ich meine. Das Ding war so... Oh, das ist so grausam gewesen. Vollen. Dann hattest du so eine Karte, wo du den kompletten Rasen wegmachen musstest. Und ich habe mir dann gesagt, okay, machst du. Aber das wird Ewigkeiten dauern. Und statt die Folge, statt dass es eine Viertelstunde ist, ist es dann mal eben eine Stunde raus geworden. Weil du die ganze Zeit von A nach B am Rennen bist, dass du diesen Rasen kaputt kriegst, ne? Der Kantenschnall, ja, genau. Das Mistdingens. Das Mistdingens. Das Schöne ist ja, dass du halt die Geschwindigkeit mittlerweile erhöhen kannst beim Rasenmäher. Das hat er, glaube ich, auch durch ein Update, glaube ich, mit reingebracht. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele da dran sitzen an dem Spiel. Ob das einer ist, ob das eine ganze Firma ist. Dann weiß ich alles gar nicht. Weil es wundert mich gerade, dass die Sachen nicht unsichtbar sind. Und ich muss den Kram hier gleich auch nochmal alles rausreißen. Doch, ich kann aber da durchfahren, also ist nicht ganz so schlimm. Dann passt das ja noch. Dann geht das ja noch. So. Hier, Karl Otto hier, Karl Otto Trimmer hier. Den fand ich immer so nervig. So, zack, die Blumen alle weg, das braucht der Typ nicht. Das braucht der einfach nicht hier, alles weg damit. Oder hier, Flammenwerfer. Mist, ich habe keinen Treibstoff. Der ist auch cool gewesen im Apokalypsen-DLC. Erstmal alles weggeflammt und dann kommst du diesen Gas... Flaschen zu nah und dann knallt das erstmal ordentlich. Ich will den Baum ja nicht fällen, ich wollte den verkaufen. Ja, von und zu Steuerberater hat er so keine anderen Sachen für. Kein Platz für. Wir können auch ein bisschen was in den Garten bauen. Frau sagte vorhin Pool bauen. Dann bauen wir gleich mal einen Pool. Mag nicht kein Müll, super. Hä, was? Garten.
Bodenplatten könnte man rein. Gasrolle könnte man reinmachen. Stockwerk ist jetzt nichts Interessantes dabei. Cool, mit Betonplatten. Na, hat er jetzt nicht gemacht? Ja, jetzt kann ich den Pool nicht einbauen. Ah doch, jetzt müsste das gehen. Nee, geht nicht. Ach, der Pool steht da hinten. Ich habe nicht gesehen, dass der da steht. Na komm, füll dich, Pool, füll dich! Wir können nicht mal durchs Wasser, wir können nicht mal ins Wasser. Ich würde sagen, wir lassen den Rest so. Wir verkaufen das Haus jetzt. ...28.000 Gewinn. Na, ist okay. Ist okay. Wir können ja mal gucken, ob wir den noch mal ein bisschen verhandeln können. Hat sich hier keine Sachen für Kinder. Okay. Haben wir doch gar nicht. Wenn du, sagen wir mal, so 3.000 drauflegst, dann sind wir dabei. Siehst du? 3.000. Okay. Ja, ich möchte... Ach, das geht jetzt nicht mit dem Annehmen oder was? Ach, Leertaste muss ich ja drücken, nicht Enter. Vor, nachher. Haben wir noch irgendwo Sachen für Kinder drin gehabt? Wie das Haus einfach... Wie das Haus so einfach weg ist. Und wir haben unten die Fenster gar nicht sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas für Kinder hatten, aber ich habe es jetzt nicht genau gesehen.